meine Lieben und willkommen zu einem nagelneuen BK Monday Workout. Und ich habe wieder Daniel bei mir. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass auch ein Booty Workout ihm sehr gut tun würde. Was soll das heißen hier? Ja, weil Männer das auch machen sollen. Okay, und wir machen eigentlich 4 Blocks. Erster Block Kraft, dann machen wir Tabata, ein bisschen Fat Burning und dann wieder Kraft und dann wieder Tabata. Wir machen es mit den langen und den kurzen Bändern, vor allen Dingen die Krafteinheiten. Das heißt nicht, dass ihr ohne Bänder nicht mitmachen könnt. Ich zeige euch immer die Alternativen, blende sie euch ein, auch wie ihr es erschweren könnt, damit es nicht einfach ohne Bänder ist, sondern es für euch mindestens genauso hart wird. Seid ihr bereit? Unser erster Block machen wir ganz ohne Timer, kennen wir gar nicht mehr, gell? Aber wir können auch ohne Timer funktionieren. Wir gehen runter, Froggy Opener. Ja, und gehen auf die Knie. Das war jetzt Überraschung. Und ich würde euch empfehlen, hier nicht die ganz harten Bänder zu benutzen. Ich benutze hier das Lachsfarbene. Und jetzt, kleiner Tipp. Deswegen ist es gut, dass wir heute ohne Timer arbeiten. Da können wir auch mehr im Kraftbereich darauf achten, dass wir das hier jetzt auch richtig machen. Wir öffnen mit der rechten Seite und lagert euer Band nicht um die Knie, aber auch nicht zu weit oben, sonst wird es zu einfach. Und jetzt öffnen wir bei rechts und ziehen raus und haltet mal hier oben, ganz langsam wieder zurück und dann mal raus. Und ich möchte, dass ihr halten könnt. Wenn ihr nicht halten könnt, nehmt ein leichteres Band, richtig schön öffnen und wieder zusammen. Und dann mal raus. Als ob ihr eine Laterne anpinkeln wollt. Und wieder runter. 3. Und wieder hoch, kurz halten. Wer spürt es schon? Ich. Und runter. Und nochmal auf. Und zu. Ach, die ist langsame. Boah. Ja, also man muss auch mal öffnen wieder. Verschiedene Geschwindigkeiten machen bei Übungen. Das reizt den Muskel wieder anders. Und wieder auf. Noch 2-mal auf, langsam runter. Und wieder öffnen, halten, halten, zu. Und nochmal auf. Und runter. Oh mein Gott. Einmal kurz durch. Okay. Wir atmen einmal tief durch, dann machen wir die andere Seite. Und links auf. Halten kurz. Einmal ein- und ausatmen, dann erst wieder runtergehen. Ihr könnt es eigentlich im Atemrhythmus. Ausatmen hoch, ein, aus und wieder runter. Bei der Anstrengung ausatmen, dann wieder ein, aus, runter. 3. Und hoch. Und jetzt merkt man natürlich auch die Vorbelastung öffnen von der ersten Seite. Rund. Brutal. Und immer schön kontrolliert. Nicht hier dieses Aufschwingen und wieder runter. Weil das passiert ganz oft. Wir machen noch 4 hoch. Aber man will natürlich, dass wir noch mehr. Vier? Noch 2 hoch. Und der letzte noch einmal hoch. Oh mein Gott! Ach du! Vielleicht tut es Daniel jetzt auch ein bisschen leid. Wir machen jetzt noch eine Kombination mit beiden Seiten. Das heißt, öffnen, schließen, okay? Sind wir bereit? Auch das machen wir jetzt, aber schneller. Das heißt wirklich, ihr dürft jetzt richtig pendeln, damit so ein bisschen auch die schnellere Variante, die andere Muskulatur gereizt wird und wir öffnen über rechts. Rechts, runter, links, runter, rechts, links, rechts, links. Weitermachen. Rechts, links. Links. Und noch einmal rechts und noch einmal links. Daniels Gesicht ist ein Bild für Götter. Wir legen uns auf den Bauch und hier jetzt das Band ein bisschen weiter hochziehen. Das wäre natürlich nach oben besser gewesen, sonst sieht man so aus wie so eine Robbe. Zieht es mal richtig schön weit nach oben. Könnt ihr euch jetzt das schwere Band nehmen. Wir nehmen beide jetzt das Lachsfarbene. Legt euch auf den Boden und hoch mit den Fersen. Drückt richtig schön die Fersen nach oben. Diese Übung ist wirklich mit Band auch furchtbar schlimm. Wir ziehen jetzt mit der Ferse hoch. Und jetzt merkt ihr schon, wenn ihr euch am Po fasst, wie aktiviert der Po ist.
Knie auseinanderziehen, zusammen, runter. Oh ja, wer kennt diese Übung aus unserem Booty Blaster, aus dem Body Shape? Runter, hoch, auseinander, zusammen, runter. Und hoch, auseinander, zusammen, runter. Also bei wem das nicht brennt. Zieht auch richtig schön die Knie auseinander. Wir möchten nicht nur, dass irgendwie die Füße auseinanderkommen, sondern es sind auch die ganzen Beine, die auseinanderziehen. Noch zwei hoch, Blick auf den Boden, auseinander, zusammen, runter. Nochmal hoch. Dann kommt gleich ein Krampf. Und einmal tief ein- und ausatmen. Sind wir bereit für die zweite Variante? Sind wir? Jetzt strecken wir die Beine. Und ich möchte nicht sehen, dass ihr die Zehenspitzen wieder rausdrückt, auch wenn es wunderschön aussieht. Fersen raus. Und gerne jetzt das Band weiter runterlagern. Das ist immer so diese Nuance. Und jetzt ziehen wir auseinander. Und wir pulsieren. Raus, rein. Oberschenkel sind nicht mehr am Boden. 5, 4, 3, 2, 1. Ich merke schon dieser Kraftteil. Ich habe so gedacht, auch Kraftteil, ja. Das geht, das geht. Das geht. Aber ich finde es so ein bisschen. Ein bisschen ekelig. Ein bisschen asozial. Und Daniel kann gerne das Lachsamen anlassen. Die Instruktion fehlt hier. Wir legen uns auf den Rücken und ihr kennt hier alle den klassischen Buttlift. Der geht hoch, mit dem Band noch ein bisschen auseinanderziehen und zurück. Wir gehen jetzt hoch, ziehen auseinander und dann heben wir das rechte Bein und ziehen auch das einmal auseinander, bevor wir wieder runtergehen. Okay? Sind wir bereit? Alles klar. Wir fangen mit rechts an. Hoch. Einmal Knie auseinanderziehen, wieder zusammen, rechtes Bein heben und das rechte Bein wegschieben, wieder zu euch nehmen, zurück. Runter und gleich wieder hoch, wieder das rechte Bein. Auseinander die Knie, zusammen, rechts hoch, runter und ganz runter und wieder hoch. Wir machen noch 3 von denen. Auseinander, genau, rechtes Bein heben, rechtes Bein wegwischen, zu euch ziehen, runter und runter. Wer es schwerer haben möchte, nehmt einfach das Band näher ans Knie, aber bitte nicht über die Gelenke. Und runter. Oh. Haben wir schon 5? Ja. Okay, andere Seite. Linkes Bein heben, Ferse rausdrücken und links rausziehen. Fuß ist erstmal eine komische Belastung. Runter, hoch, Knie auseinander, zieht, zusammen, linkes Bein heben und wenn ihr ein Bein weghebt, achtet darauf, dass dann die Hüfte nicht runterkommt. Die Hüfte bleibt richtig schön weit oben. Ihr seht eigentlich nur die Hüfte, wenn ihr euch runterguckt, weil wenn man ein Bein wegnimmt, ist manchmal so, oh, jetzt habe ich das falsche Bein gemacht. Was das so ein paar Zentimeter ausmachen, dann hochdrücken. Nur so nachpushen und gucken, wie weit kann ich hochnehmen und wenn ihr dann ein Bein wegnehmt, ein bisschen sinkt man dann immer. Und 5. Und 5. Okay. Tief ein- und ausatmen. Oh. Weil wir haben jetzt den ersten Kraftteil durchgepowert. Und euer Po darf sich jetzt einmal kurz alle wirklich freuen, weil wir machen jetzt Tabata. Und zum Tabata-Teil haben wir 4 Übungen. Ihr kennt das ja. Normalerweise habe ich 2 Übungen für euch, jetzt 4. Das heißt, wir müssen es nur 2-mal durchmachen. Das ist doch schön an der Sache. Und Daniel kennt die Übung genauso wenig. Er meint, er möchte seine Endsituation nicht wählen. Wir fangen an. Ganz Tabata ohne Equipment. Wir machen einen Jump Front bis zum Ende eurer Matte. Je größer die Matte, wenn ihr große Bodykiss-Matte habt, dürft ihr sehr weit springen. Herzlichen Glückwunsch. Vor. Ausfallschritt, Ausfallschritt, Run Back, okay? Das natürlich so schnell es geht. Dann kommen wir zu den Hampelmännern. Aber tiefe Hampelmänner möchte ich sehen. Es sind immer nur 20 Sekunden.
Dann dritte Übung. High Knees. Ich möchte 1, 2, 3, 4. Und dann möchte ich einen Kick. 1, 2, 3, 4. Zurück und Kick. Andere Seite. Okay? Und als letzte Übung, die vierte Übung, machen wir Side Jump, Jump Up. Side Jump, Jump Up. Wir haben 10 Sekunden. Fangen an mit den Front Jumps. 2 Jumping Lunges, Run Back. 20 Sekunden, jeder kann das. Jump. 1, 2, Run Back. Erste Übung, Hampelmänner tief gehen. Zweite Übung. Los geht's. Und schneller. 3, 4, 5, 6. In den 20 Sekunden. Da könnt ihr eigentlich so ziemlich alles machen. Also, geht so schnell ihr könnt. High Knees, 4 und dann ein Kick. 1, 2, 3, 4, runter, Kick. 1, 4, anderes Bein, runter, Kick. Boah. Kreislaufübung. Kreislaufübung. Ach, das ist Tabata. Side Jump. Und hopp, runter, hoch. Zusammen die Beine. Und etwas drüber springen. Hopp. Puh. Jetzt merkt man schon. Geraden Rücken, geraden Rücken, geraden Rücken. Boah, Wahnsinn. Zweite Runde. Big Jump. Oh. Jumping Lunges. Boah, ist mein Geld. 2, hopp, andere Seite mal zuerst, Jump, oh, die Jumps werden immer kleiner, boah. Hampelmann, die sind auch richtig übel, Hampelmann ist fast übelste, man denkt immer, ja, ja. Auch hier den geraden Rücken, wenn ihr runterfasst. Jedes Mal Fingerspitzen bis zum Boden. Oh. 4 High Knees, ein Kick. Drei, vier, runter, Kick. Du hast hier Belegschaft. Ich springe jetzt, mache ich das berühmte Dackelspringen. Oh. Side Jumps. Letzte Übung. Jump up. Je höher ihr eure Füße nehmt, hier sitzt vom Daniel, desto effektiver ist es. Oh mein Gott, ich komme fast immer hoch. Oh. Ein- und ausatmen. So, beim Kraftteil können wir uns jetzt ausruhen. Zweiter Kraftblock. Brauchen wir jetzt die Bänder haben, die langen Bänder. Also nehmt euer Band und die, die schon mal Kabelzug gemacht haben mit den Kickbacks im Gym, die wissen das jetzt. Das heißt, Fuß dran,
richtig schöne Mitte. Sollte da natürlich ganz gute Fitnessschuhe für haben. Oder macht barfuß, damit ihr das ein bisschen fühlt. Runtergehen, Spannung halten. Und was ich jetzt gerne mache, ist entweder festhalten oder könnt auch runter in die tiefe Plank und dann halt eure, wie heißen sie? Eure Armkehlen, Armbeuge, gell? Aber ich halte es jetzt so. Also es gibt ganz verschiedene Arten, das zu machen. Und jetzt Kickbacks. Schön nach hinten kicken, genau. Bis die Ferse richtig schön nach hinten kommt und das Bein gerade wird. Kick. Schön nach hinten, den ganzen Weg, bis ihr merkt, die Ferse ist der weit nach hinten gelagerte Punkt. Ranziehen. Wie viel haben wir schon? Ich glaube 8. Würde jetzt auch sagen. Und 10. Halten. Kommt, zieht mal raus. Haltet mal. Und wieder rein. Oh. Und jetzt kommt die andere Seite natürlich. Okay, ihr seht, Daniel macht es mit der Beuge. Ich mache es jetzt mit der Hand, besonders beim schwersten Band ist es natürlich relativ schwer, das zu halten. Aber so habt ihr die Sicherheit, hier reißt nichts. Bei so offenen Bändern, da kann man immer mal aus Versehen das loslassen. Okay, links geht hoch. Man merkt dann erst, finde ich, welches war mein starkes Bein. 3, schön die Ferse rausdrücken. Auch hier werdet ihr merken, ihr macht keine Ballerina-Beine, sonst gehst du nicht mehr raus. Sind 6. 8. Immer 8. Immer 8. Und beim letzten halten wir. Halten, halten. 3, 2, 1. Ausatmen, einatmen. Und natürlich muss ich euch jetzt noch eine Variante zeigen. Oh oh. War so lustig. Weil wir gehen wieder auf die rechte Seite zurück. Dass es so reingeht, ich bin immer wieder überrascht, ich muss sagen. Er ist überrascht, wie sehr so Bänder Gewichte ersetzen, gell? Okay, jetzt machen wir es ein bisschen anders, ein bisschen langsamer. Also, wir treten mit rechts raus, haltet rechts und dann zieht ihr mal nach rechts raus. Oh. Passt auf, dass ihr euer Können nicht überschätzt, wieder reinziehen und rauskicken. Kick raus, nach rechts leicht öffnen und wieder ranziehen und reinnehmen. Raus. Rausziehen. Ihr öffnet nur ganz leicht, ihr wollt nicht in den Spagat gehen. Oh, wir es könnten. Wir können. Rein, zusammen. Und wieder zurück. Ich glaube, es war jetzt der 5. oder? Es war Daniel wieder der 8. Ich ja lieber nicht mehr mit. Raus. Das ist auch so eine miese Übung, alles unterhalb der Schultern. Ich glaube noch 2, jetzt haben wir 8. Zieht die Ferse raus. Man ist dazu geneigt, wirklich die Zehenspitze rauszudrücken. Und wenn ihr die Ferse rausdrückt, dann merkt ihr, dann merkt ihr so richtig den Druck. Okay, andere Seite. Hunde machen auch irgendwie ihren morgendlichen Sport. Jetzt sind Menschen so motiviert wie ich. Tabby ist dann immer ein bisschen so wie ich bei dir, gell? Die zeigt mir, die hat wirklich Sport gemacht. Okay. Links zurückkicken. Kick. Gerade werden und dann erst leicht öffnen. Zurückziehen. Rein. Und jetzt jeder in seinem Tempo. 2. Ich zähle nur mit für diejenigen, die es brauchen. Jetzt haben wir 3. Kick raus. 3. Ich finde es ja krass, von Tabata dann so runterzukommen zum Kraftteil. Ja. Aber da kommt auch der Puls ein bisschen runter. Meinen wir jedenfalls. Wie viel haben wir?
8. Hört sich lustig an, aber ist so. Alles klar. Wir wechseln zu unserer abschließenden Kraftübung. Und jetzt kommt hier was Neues, wo auch viele denken, jetzt klappt ja. Ihr nehmt das Band doppelt oder halt einfach wie es ist, legt es über euch, kommt zurück. Wir machen jetzt Buttlifts mal anders. Indem wir es halten. Wir halten das Band in der Mitte. Und ihr werdet jetzt denken, ja, aber ich kann da gar nicht halten. Es ist nur diese kleine Belastung. Auch wenn ihr so ein bisschen mitspürt, könnt auch gerne zwei Gewichte hier zwischenlegen oder sogar das Band unter eurer Matte spannen. Ich halte mich gerne an der Matte fest. Und jetzt kommen wir zum Hip Lift. Und Lift. 1. Aus der Ferse. 2. 3. Merkt ihr das? Ja. 4. Weiter weg von den Fersen, wenn ihr es noch schwerer haben wollt. 5. 6. 7. Boah, das ist doch viel schlimmer wie normal. 9. Und 10. Kurz ein- und ausatmen. Kurz Pause. Auf Boden liegen ist mit Tieren immer eine ganz schlechte Entscheidung. Ja. Oh. Vor allem ganz oben dieser Squeeze. Total. Boah. Also, zweite Runde, 10 Stück. Und dann haben wir den Kraftteil. Und 1. 2. 3. Schön weit nach oben. 4. Henny. 5. 6. Ganz weit hoch. 7. Noch 3. 2. Und 3. Sehr schön. Einmal ein- und ausatmen. Weil ich habe euch versprochen, es gab zwei Tabata-Einheiten. Und es tut mir leid für die Tabata-Einheit. Es tut mir leid. Wir müssen dieselbe Übung nochmal machen. Ja, wir wollen alle neue Übungen. Ich will auch jeden Tag neue Übungen. Aber es sind manche die alten, die uns besonders killen. So. 10 Sekunden. Ihr wisst, was begonnen wird. Wir machen unsere Jumps. Ausfallschritt im Sprung 2, Run Back. Je schneller wir es machen, desto schneller ist es vorbei. Jump. 1, 2, zurückrennen. Nochmal. Ostersprung. 1, 2, Oberkörper bleibt aufrecht. Hüfte kommt vor. 1, 2. Andere Seite mal zuerst. So. Hampelmänner tief. Boah, die ziehen bei mir fast am meisten rein. Bei mir auch. Und das ist wirklich die Standardübung. Tief. Man kann natürlich auch sehr schnell machen. Ihr könnt so schnell gehen, wie ihr wollt. Könnt ihr 10, könnt ihr 20, 30. Und der Po brennt. Er brennt. Geht mal tief mit dem Po. Heinis. Ja, nee, die Schlimmste kommt. 4. Und die Kicks. Sind's die Kicks? 1, 2, 3, 4. Runter. Kicker. Runter gehen. Und immer schön den Kick. Ja, ist die Schlimmste. Jetzt kommt die Kick. Da merkt man erst, wie schwer man ist. So eine Killerübung. Ohne Equipment, ne? Wir müssen beide schon die Hose machen. Genau, zieh die Beine an. Dani macht es so schön vorbildlich. Drum sein, dass wir 4 Übungen haben. Ja. Jump! Letzten 7 Sekunden diese Übung. Dann ist vorbei. Oh mein Gott, haben wir Männer.
Wie? Eins, ich ziehe mal mit. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt mal Mund. Zehn. 12, 14, ich habe 14. Wenn ihr keine 100 habt und sagt, ihr seid nicht ans Limit gegangen, könnt nicht, dann macht ihr 200. Okay, High Knees. 5, oh 4, nicht 5. 5 Sekunden. Sehr schön gemacht. Stand ein. So ein Gesicht möchte ich sehen. So ein Gesicht möchte ich bei euch sehen. Das ist Kraft, Tabata, Kraft und Fatburn. Schön für den Muskel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Workouts wollt, auf euch abgestimmt, eine ganze Woche lang mit uns zusammen, dann kommt das Body Shape Programm. Es gibt für jedes Level was. Bis dann. Tschüss. Tschüss.